Jo, da wären wir wieder. Es ist leider nicht viel bei rumgekommen. Nur drei Topase, weil meine Adalpickel gebrochen ist. Schnief. Das heißt, ich hole mir jetzt neues Adalpickel. Von hier hinten. Nicht alles, aber ein bisschen was. Und die ganzen Edelsteine kann ich auch hier reinschmeißen, richtig? Dürften ja eigentlich abgeholt werden. Ist jetzt ein bisschen wüst, die Kiste, aber die ist eh so für abgefahrenes Zeug, das ist schon okay. Also schmeißt das da alles rein. So, 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 so. Ich habe ein bisschen Tungsten, also baue schon mal die Mauer. Und das Topaz-Zeug, na stimmt, Tungsten kann ich gleich von hier aus mitnehmen. So. Das Topaz-Zeug sollte jetzt schon arbeiten, richtig? Richtig. Sehr gut. Und die Edelsteine. Ich habe mich ja eigentlich jetzt schon dafür entschieden, dass ich primär mit den Silver-Topaz-Türmen arbeite. Also könnte ich hier eigentlich einstellen, dass die Chunks doch schon hier eingelagert werden. Ich hatte vorher gesagt, dass ich das nicht will, weil ich halt nicht ganz sicher bin, was ich wann wofür brauche. Aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die Türme haben will. Also kann das auch schon mal automatisiert werden. Also hättest du ganz gerne die Chunks auf Topaz. Die da. Die werden da hingebracht, hier weiterverarbeitet und gut ist. Das heißt, wir brauchen gleich die restlichen Türme da. Da hätte ich gerne noch mehr Tungstenmauern. Ich hätte gern den Osten weiter ausgebaut, den Westen weiter ausgebaut. Hier kommt kein Kupfer an. Oh. Zack. Zack. Okay. Achso. Bau bitte eine Picke, sonst kann ich hier nichts abreißen. Oder auch gleich vier. Ting, ting, ting. Gut. Weg, 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 weg. Das da reicht nicht. Erinnert mich aber daran, dass ich noch mehr Ärmchen verteilen musste. Also die gelben Ärmchen allgemein mal wieder durchchecken, ob man da irgendwas verbessern könnte. Und ein Mining Drill MK3 müsste noch irgendwo in der Kiste vermodern, laut Kommentare. Weil ich wohl aus Versehen was abgerissen habe. So, bau den mal dahin, hau das da rein. Wo fliegt ihr das eigentlich hin? Ach, in die Kiste da unten. Das ist auch eine Idee, ja. Mach mal ein halbes Ärmchen da draus. Shift rechts, Shift links. Ja, dass ich hier ein bisschen auffüllen kann, die Löcher, die entstehen. Ist okay. Kupfer ist 1,4, Eisen ist 2,2. Wo ist der Mining Drill MK3? Da ist er. Den würde ich ganz gerne noch setzen. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht ganz weiß, wo. Weil hier ist schon durchgehend alles voll. Ich sollte die wirklich durch zwei ersetzen nach und nach. Hab ich denn alles dafür? Nee, es fehlt Blei. Okay. Dann hole ich jetzt das Blei. Ich ersetze ein paar von den Schmelzöfen. Dann schnappe ich mir die Topase, baue die guten Türme, setze die guten Türme hier hin und mache mich dann dran, den Osten ein bisschen auszubauen. Strom war... Okay, vorerst. Solange keiner schießt. Gib mir Blei. Kobalt brauche ich nicht. Ja, baue mir bitte vier davon. Was brauchen wir für die Vierer-Drills da hinten? Wir brauchen Advanced Frames, Advanced Rotor und zwei Filter-Item-Exits. Könnte ich hier auch schon mal ein bisschen vorbereiten. Weil die bauen ja immer aufeinander auf. Das heißt, ich kann den da schon mal bauen. Den da schon mal bauen. Hat ein bisschen was zu tun. Okay. Hier. Was? Klick, klick. Klick und klick. Zack, 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 zack. Jo. Sollte jetzt also noch mehr Eisen reinkommen. Das ist gut. Weil ich hätte doch ganz gerne bald wieder meine Riesenkiste voll mit Ressourcen. Wo alles überquillt. Kupfer ist gerade mal die Hälfte von den Eisenschmelzen.
Hat dafür schon 3 Zweier. Könnte mehr sein. Was fehlt... Du, raus da. Was fehlt mir noch so? Nix. Bau noch mal 4 davon. Interessant. Okay. Mach mal. Hier im Osten brauchen wir noch ganz viele Substations. Und die da. Und warum hast du so wenig? Du hast keinen Stahl. Ja, okay, ich habe auch gerade ziemlich viel Stahl in Auftrag gegeben. Das ist okay. Also befüllt mich bitte mit Stahl, meine Roboter-Minions. Alles gut. Dafür gebe ich euch, beziehungsweise euren Drahtfabriken, mehr Kupfer. Ding, 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 so. Die brauchen jetzt auch alle schnellere Ärmchen, denke ich mal. Wenn es schon schnellere Fabriken sind. Also bitte blaue Ärmchen. Gut, die kommen rein. Zing, zing, zing. Das hier sind einer. Da weiß ich nicht, ob ich die schon brauche, aber ich könnte die schon mal vorsichtshalber für später alle zu blau machen. Nicht, dass der Gerogon der Zukunft da aus den einer Schmelzöfen zweier Schmelzöfen macht und sich dann später wundert, warum nicht genug Sachen produziert werden. Kommt ja doch ab und an mal vor. Du. So. Alles ersetzen. Gut. Also, mehr Kupfer kommt, mehr Eisen kommt. Das ist auch noch so eine Sache, die ich ändern könnte. Einfach drüber mit dem Kram. So. Oh, mehr davon. So. Hier auch so ein bisschen einheitlich aussieht, ne? Ich weiß, Aussehen ist nicht ganz so wichtig. Wir sollten lieber mehr Tungsten bauen. Und die Türme und so weiter. Aber das passiert ja alles gleichzeitig. Während ich hier am Rumwuseln bin und teilweise Deko-Sachen mache, teilweise für mehr Ressourcen sorge, werden ja die Edelsteine geschliffen, werden die Mauern gebaut. Ist alles kein Problem. Da sind die Edelsteine. Zack. Bitte baue ein. Oh, Batterien fehlen. Batterien waren, glaube ich, schon letzte oder vorletzte Folge ein Problem. Dafür hatte ich ja eigentlich euch gebaut. Ja, das ist ein Fehler. Mach das mal auf 200. Und Ärmchen. Und klau mal Ärmchen. Kannst du das nämlich auch lassen? Zack, zack, zack. So, dadurch, dass ich jetzt die Eisenplatten auf 200 gestellt habe, sollten durchgehend mehr Eisenplatten da sein. Also kommt es nicht so schnell zu Engpässen. Das ist zumindest die Theorie. Sieht soweit auch gut aus. Ja. Dann ersetzen wir hier die Ärmchen auch mal, wo wir gerade in der Nähe sind. Bei Rot sowieso. Ja. Yep. Hier brauchen wir keine schnellen Ärmchen. Aber hier vielleicht. Oh. Du warst ein intelligentes Ärmchen. Das weiß ich noch. Hör auf. Warum habe ich dich automatisiert? Die brauche ich doch gar nicht mehr. Ja, bleib einfach stehen, ich kümmere mich später drum. Sandsäcke und Mauern. Ja, Mauern, 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 Mauern. Und nebenbei für mich noch Batterien bauen und MK2-Schilde bauen. Hier. Das Ding kann weg, ne? Ja, das brauchen wir nicht mehr. Das kann irgendwo hier eingelagert werden. Mauern. Ich hätte gerne Mauern. Mauern, Mauern. Mauern, Mauern. Hätte ich gerne das hier weg. Dann hätte ich gerne da. Einmal hier komplett hoch. Das musste. Und auch in regelmäßigen Abständen wieder die Roboports verteilt. Damit auch hier überall Mauern hingesetzt werden können und Wälder abgerissen und was weiß ich. Hatte ich, glaube ich, schon genau hier gemacht. 1, 2 frei. Also müssen wir bei dem hier rüber.
Tong, 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 tong. Roboport hatte ich einen Auftrag gegeben, ne? Da ist schon mal ein einzelner Roboter, den meine ich aber nicht. Ich meinte den Port da. So, also einmal nach da. Piep, piep, piep. Und einmal nach so. Kann hier nichts erkennen, da. Ja, müsste auf einer Höhe sein. Und okay. Roboport da. Der Baum im Weg war ja klar. Zack. Ist okay. Sieht okay aus. Gut. Macht weg. Ganz viele Bäume. Ganz, ganz, ganz viele Bäume. Und Stümpfe und Zeug, was rumliegt. Und Bambis und Rehkitze und alles Mögliche weg. So. Hier vorne auch alles weg. Schon viel besser. So. Hoch. Hoch. Ja, das müssen wir da wegreißen. Mauer. 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 Wo ist die vierte? Die ist da unten. So, ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam an unsere Kapazitäten, was die Sanddinger da angeht. So. Das alles weg, das alles hin. Sieht schon mal ein Ticken besser dann aus hier. Lasertürme habe ich dabei, okay. Ding, 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 ding. Waren das vier jeweils oder sechs? Machen wir erstmal vier. Auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass es im Westen sechs waren. Aber, ne? Hauptsache, sie stehen erstmal. So optisch nacharbeiten kann ich hier immer noch machen. Und es wird dunkel, was mich daran erinnert, dass die jeweils die Dinger auch immer Licht haben sollten. Damit wir im Falle eines Angriffes bzw. sogar Durchbruches sehen, wo wir hinschießen müssen. Nicht, dass wir in unsere Silber-Topaz-Türme verschrotflinten. Das wäre nicht so toll. Bau bitte Licht. Ja, sehr gut. Und die Steinmauer hier raus. Alles Sand. Die machen wir erst raus, wenn der Rest steht. Das ist eine gute Idee, glaube ich, ja. Roboter stimmen zu. Da. So. Und ich wollte im Osten noch Basen kaputt machen. Also ich wollte im Westen ausbauen, im Osten dann einfach die Gegner zurücktreiben, dass da keiner schnüffelt. Oder dafür sorgen, dass wir am Westen durchgehend angegriffen werden. Was denn kein Problem ist, weil wir die Topaz-Türme haben. Die ich auch gleich setzen werde. Wenn ich ganz kurz hier meinen Trieben nachgegangen bin, indem ich überall Licht mache. Das sieht irgendwie auch unsicher aus. Ja. Überall. Oh. Hier ist auch keine Robo-Abdeckung. Wir sind so ein Hinterwäldlergebiet momentan noch. Hier. Eins. Zwei. Ich hoffe, es geht mal wieder auf. Ja. Da, ne? Was? Da, ja. Haben wir einen Roboport? Nein, haben wir nicht. Aber wir können einen bauen. Sehr gut. Dann mach hier so lange Licht. Ding, 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 ding. Der kommt da der Roboport hin, damit wir hier überall Abdeckung haben. Dann können wir da auch die Mauer weiterbauen. Wir können das da abreißen lassen. Da bist du. Nikolaushaus. Zack. So. Okay. Du. Weg. Weg. Alle komischen Sachen hier weg. Alles vor der Basis weg. Die graue Mauer raus. Warum haben sie die hier nicht abgebaut? Achso, weil ihr überarbeitet seid. Ja, das ist okay. Das ist eine legitime Ausrede. Die kann ich nachvollziehen. Mach bitte nächsten Roboport. Können wir überhaupt noch einen? Ja, einen können wir noch. Einer geht noch da.